Ja, servus, hallo zusammen. Eingangs möchte ich nochmal betonen, dass wir uns alle im Fußball und speziell 1860 unserer Vorbildfunktion, unserer gesellschaftspolitischen Vorbildfunktion zu 100% bewusst sind. Daher ist es auch das Letzte, was wir für uns beanspruchen wollen, in irgendeiner Art und Weise eine Sonderrolle einzunehmen im Fußball. Das ist uns ganz wichtig, das zu betonen. Das heißt, es stehen momentan gesundheitspolitisch sicherlich andere Dinge im Vordergrund, aber es muss uns dann, wenn Behörden, Gesundheitsbehörden, wenn die Politik zum ganz einfach Entschluss kommt, dass unter gewissen Auflagen, unter gewissen Rahmenbedingungen eine Fortsetzung der Meisterschaft, Geisterspiele, wie es so schön genannt wird, Spiele ohne Zuschauer möglich sind, dann muss es uns ganz einfach erlaubt sein, das Wirtschaftsunternehmen zu denken. Und da gibt es jetzt ganz einfach Einigkeit. Einigkeit in der Liga, Geschlossenheit in der Liga nach außen zu demonstrieren und ganz einfach auch einzufordern. Um eine gewisse Verlässlichkeit gegenüber all unseren Partnern ganz einfach ganz klar zu demonstrieren. Das heißt, gegenüber unseren Sponsoren, gegenüber unseren Medienpartnern, gegenüber den TV-Rechtinhabern, gegenüber den strategischen Partnern, all denen gegenüber muss eine gewisse Verlässlichkeit, eine gewisse Vertrauensbasis weiter gegeben sein. Und das ist sicherlich nur machbar, indem wir Einigkeit, Geschlossenheit ganz einfach nach außen tragen. Zum Thema Einigkeit möchte ich auch ganz klar sagen, dass diese Einigkeit auch in der dritten Liga existiert, zu gewissen Themen. Denn ich darf berichten, ist kein Geheimnis, dass bei der letzten Managertagung des DFBs, die natürlich über Online-Medien stattgefunden hat, es eine einstimmige Zustimmung gegeben hat zum Beschluss, dass der DFB alles daran setzen soll und alle Szenarien prüfen soll, unter welchen Rahmenbedingungen eine Fortsetzung der Meisterschaft ganz einfach möglich ist. Das heißt, alle Vereine haben sich ganz klar dazu committed und dazu bekannt. Und von dem her herrscht Einigkeit in diese Richtung. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, die Aufgabe von den Vereinen, abzuwarten, bis die finalen Entscheidungen der Politik ganz einfach gefällt sind, der Gesundheitsbehörden, und dann in diesen Rahmenbedingungen, unter diesen Rahmenbedingungen nach Lösungen zu suchen und Lösungen zu präsentieren. Darauf müssen wir uns konzentrieren und wie gesagt, Verlässlichkeit nach außen tragen, was momentan das Produkt Fußball anbelangt. So viel einmal von meiner Seite, vom Eingangsstatement. Ja, servus zusammen, hallo. Ein bisschen eine schwierige Situation, glaube ich, für uns alle. Für uns auch nicht besonders einfach, weil man nimmt schon so eine so zwei verschiedene Gesichter, man drängt so zwei verschiedene Personen in sich rum. Auf der einen Seite freuen wir uns natürlich riesig, dass wir wieder trainieren können und unserem Beruf nachgehen können, auch wenn es jetzt in den kleinen Gruppen ist, aber wir stehen immer wieder auf dem Platz und versuchen unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien unser Training durchzuführen. Auf der anderen Seite, wenn du durch die Stadt laufst oder jetzt hier nur in Giesing, dann siehst du, dass viele Leute um ihr Überleben kämpfen, um ihre Existenz kämpfen und dass du sich jetzt zum Beispiel der Tierpark in der Brunn überlegt, Tiere einzuschläfen, weil das Futter aufgeht. Das sind alles Dinge, die wir natürlich schon extrem persönlich zusetzen. Aber wie gesagt, wir sind natürlich trotzdem vordergründig an unserem Sport interessiert, natürlich auch, und versuchen natürlich da alles dafür zu tun. Und die letzten beiden Wochen waren sehr, sehr gut und hoffe, dass wir in den nächsten Wochen mit dem gleichen Elan, mit der gleichen Freude, mit dem gleichen Lebensfreude am Ende unser Training durchziehen können und sukzessive hoffentlich immer mehr zu einem geregelten, normalen Mannschaftstraining zurückgehen können. An der Stelle, also habe ich einen ganz vergessen, Rainer Kmet, wie es vor euch vergessen hat, gestern Geburtstag gehabt. Alles Gute an der Stelle, immer nachträglich. Aber so bin ich mir sicher, dass alle Journalistenkollegen ihm schon gestern fleißig gratuliert haben. An der Stelle mal Rainer, alles Gute zum Geburtstag und vor allen Dingen in diesen Zeiten für Gesundheit und innere Zufriedenheit. Das wäre es von meiner Seite. Ja, genau. Ich habe gerade die Videos stumm geschalten, die Audios stumm geschalten, weil wir relativ viel Rückkopplung gehabt haben. Also wer eine Frage stellen möchte, gerne wieder aufmachen und raus damit.
Jetzt hören wir nichts. Dann stelle ich so alle anstellen. Moment mal. Wir hören nichts. Warte mal. Jetzt. Ja, jetzt. Bin ich zu hören? Ja. Ja, und ihr müsst hören. Hi. Hallo, servus. Ja, ich wollte mal fragen, stimmt es, dass heute noch eine Erklärung der Südvereine rausgegeben wird, dass man sich geschlossen für eine Fortsetzung der Liga einsetzt? Also es ist richtig, dass ich glaube um 13 Uhr haben wir uns jetzt darauf verständigt, dass um 13 Uhr Pressemitteilung rauskommen wird vom Bayerischen Fußballverband. Ich will jetzt noch nicht so viele Details nach außen tragen, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass alle bayerischen Vereine, was ein gewisses Fortsetzungsszenario jetzt anbelangt, einer Meinung sind. Und wie gesagt, wir haben in den letzten Tagen uns intensiv beraten, diese 5 Vereine in der Geschäftsführung mit den Managern, und haben da gewisse Verhaltensweisen und Strategien durchdiskutiert, waren uns von Anfang an sehr, sehr einig, was gewisse Szenarien anbelangt. Und wie gesagt, das erste Ergebnis wird jetzt einmal um 13 Uhr mit einer Pressemitteilung veröffentlicht, und wir haben dann noch weitere Schritte in diese Richtung geplant, die nächsten Tage und Wochen. Herr Goretzka, ist immer zu hören, ja. Dass speziell die Ostvereine so ein bisschen ausscheren und am liebsten die Saison abbrechen würden, auch Münster und Waldhof. Können Sie das bestätigen? Na, ich kann nur eines bestätigen, wie gesagt, ich bin ja in all diesen Gremien, ja fast täglich, ganz einfach in verschiedenen Taskforce und Videokonferenzen ständig dabei. Und ich kann nur eines bestätigen, dass alle Vereine der dritten Liga einstimmig, und das war der letzte Beschluss bei der DFB-Manager-Tagung, einstimmig den DFB beauftragt haben, Fortführungsszenarien zu prüfen unter allen Voraussetzungen und ganz einfach die Rahmenbedingungen für Fortsetzungsszenarien zu erarbeiten, zu prüfen und zu positionieren im Drittliga-Ausschuss und im DFB-Präsidium. Und final entschieden wird das ganze Ding dann, wie es ganz einfach weitergeht, in einem außerordentlichen DFB-Bundestag. Und der wird in den nächsten 10 Tagen stattfinden. Und wie gesagt, da war einstimmig von allen Vereinen ganz einfach das Commitment, dass wir so an den DFB herangehen. Das heißt, von dem her herrscht eine große Einstimmigkeit, und wenn es dann widersprüchliche Aussagen gibt von gewissen Herren in gewisse Richtungen, dann muss man die so zur Kenntnis nehmen, aber das ist dann aus meiner Sicht ganz einfach nicht logisch aufbereitet und nicht logisch argumentiert. Herr Ungerest, ich gerne etwas in eine Weile auch zum Beispiel bei Jena, Ich habe Sie jetzt nicht hundertprozentig verstanden. Ich glaube, es geht um Wettbewerbsverzerrung. Ja, ich bin bei der Trainer von Jena, hat davon gesprochen, dass momentan schon der Wettbewerbsverzerrung ist. Ja, gut, da ist ja jeder für sich selber verantwortlich. Fakt ist, dass es ja bundesweit von den Behörden ganz einfach gewisse Rechtssicherheit gegeben hat, die Training in Kleingruppen an und für sich erlauben. So, das ist einmal das Erste zum Thema Rechtssicherheit in den Kleingruppen trainen. Und das Zweite ist, es obliegt ja jedem Verein jetzt selber, wie er mit dem Thema Kurzarbeit umgeht. Natürlich, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter mit 0% Kurzarbeit anmelde, dann ist es so, dass natürlich die keine Arbeit ausführen dürfen, weil sie mit 0% angemeldet sind, das heißt mit 0 Stunden angemeldet sind und ganz einfach auch bei einer etwaigen Trainingsarbeit nicht versichert wären. Unser Ziel, wie gesagt, war es von Anfang an, dass wir ein Modell schaffen, mit dem wir wirtschaftlich von der Liquidität her für die nächsten Wochen und Monate von der Kalkulation her ganz einfach das Auslangen finden, aber auch garantieren, dass wir einen möglichst normalen Trainingsbetrieb aufrechterhalten können. Wie gesagt, das war von Anfang an unsere Strategie. Wenn gewisse Vereine eine andere Strategie gewählt haben, dann ist es die Entscheidung von jedem Verein selber. Aber ich kann nicht auf der einen Seite jetzt mit 0% Kurzarbeit ganz einfach momentan mit meinen Mitarbeitern ganz einfach umgehen und mich dann im gleichen ganz einfach Atemzug darüber beschweren, dass ich keine Chancengleichheit habe Richtung Trainingsmöglichkeiten. Also das widerspricht sich in der Argumentation von meiner Seite ganz klar und ist aber Entscheidung der jeweiligen Vereine und Vereinsvertreter. Ja, da musste ich mich aber ganz einfach auch bemühen in der Auseinandersetzung mit der Stadt. Wie gesagt, ich habe da auch intensivst über 2 Wochen mit 3 verschiedenen Behörden Verhandlungen geführt. Das war das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, das war das Referat für Bildung und Sport, das Referat für Gesundheit der Stadt München.
Das heißt, es obliegt ja jedem Verein danach Lösungen zu suchen. Und aufgrund der Beschlüsse, die bundesweit bestanden haben, habe ich es so wahrgenommen, dass da schon eine realistische Wahrscheinlichkeit besteht, für jeden hier auf eine Lösung zu kommen. Glauben Sie denn, dass der 16. Mai noch haltbar ist? Bei der Angenommen, dass die Mitglieder wieder Liga startet? Ja, wie gesagt, von der DFL, von den ersten und zweiten Liga war jetzt einmal der 9. Mai anvisiert. Wie gesagt, wir eine Woche drauf in der dritten Liga. Wenn man jetzt sich gestern auch angehört hat, wie sich die Ministerpräsidenten und die Regierung uns aber dann auch zu gewissen Themen geäußert hat, dann ist meine Meinung, dass man diesen Zeitplan wahrscheinlich schwierig halten wird können und das Ganze aufgrund von behördlichen Dingen, die jetzt ganz einfach einmal vorweg politisch und dann gesundheitspolitisch und behördlich festgelegt werden müssen, sich etwas nach hinten verzögern werden. Das ist meine persönliche Meinung, aber wie gesagt, das ist mein persönlicher Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe, aufgrund von vielen Telefonkonferenzen, an denen ich beteiligt bin. Hätten Sie sich denn erwartet, dass da gestern schon mehr kommt von Bundesländern und können Sie sich erklären, dass Geisterspiele oder der Fußball jetzt quasi nochmal so nach hinten angestellt wurde? Ja, noch einmal, die Bundesregierung hat sich ja gestern und die Ministerpräsidenten ganz klar allgemein zur gesundheitspolitischen und gesellschaftspolitischen Lage geäußert. Und das ist aber die Grundlage für alle weiteren ganz einfach Beschlüsse. Und von dem her muss man jetzt einmal abwarten, wie ganz einfach sich die Ministerpräsidenten zum Thema Geisterspiele positionieren werden. Und gerade unter diesem Aspekt ist es ja jetzt so wichtig, dass alle, die im Fußball Verantwortung tragen, ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Das heißt, nur wenn wir ganz einfach ein einheitliches Bild nach außen abgeben, dann werden wir auch dementsprechend ja mit all unseren Partnern, sei es in Sponsoren, sei es in der Bevölkerung, sei es in der Politik, ganz einfach auch Unterstützung für unsere Anliegen finden. Aber das Letzte, das wir einfordern, wie gesagt, ist eine Sonderrolle, sondern entscheidend ist immer, was behördlich unter dem Gesundheitsaspekt verantwortbar ist. Dementsprechend werden die Behörden entscheiden und dann ist unsere Aufgabe, im Zuge dessen, in diesem Rahmen ganz einfach nach Lösungen zu suchen. Was eine Fortsetzung der Meisterschaft anbelangt, beziehungsweise was dort etwaige Geisterspiele anbelangt. Aber die Voraussetzung ist einmal die Entscheidung ganz einfach der Politik und der Ministerpräsidenten und der Gesundheitsbehörden. Herr Gorenzo, das heißt ja jetzt, also gestern wurde beschlossen von den Bund und den Ländern, dass es bis zum 31. August ein Verbot für Großveranstaltungen gibt. Wir gehen davon aus, dass natürlich dann auch Fußballspiele in der dritten Liga davon betroffen sind. Was hat das für finanzielle Auswirkungen auf die, wenn es jetzt vom 31. August kein Spiel gibt und mit Zuschauern? Ja gut, dass wir mit Zuschauerbeteiligung keine Großveranstaltungen haben werden, ist jetzt keine Überraschung. Das heißt, davon gehen wir schon die letzten Wochen aus. Und wenn man ganz einfach ja, der Expertenmeinung von renommierten Experten ganz einfach zuhört und Gehör schenkt, dann weiß man, dass das wahrscheinlich für das restliche Jahr 2020 sehr wahrscheinlich sein wird. Das heißt, jetzt gilt es einmal darum, dass die Behörden sagen, wir können uns Fußballspiele ohne Zuschauer vorstellen und unter welchen ganz einfach Auflagen das passieren kann. Und aufgrund dieser Auflagen müssen wir uns dann überlegen, wie wir Einnahmenverluste kompensieren können. Das ist die logische, strukturierte Herangehensweise und dementsprechend werden wir auch vorgehen. Welche Ideen haben Sie denn, um diese finanziellen Löcher zu stopfen? Ja gut, da haben wir ja schon die letzten Wochen sämtliche Dinge ganz einfach durchdiskutiert. Da muss man jetzt sicherlich Gedanken machen, ob es eine gewisse Solidarität oder nämlich dankenswerterweise die Aussage vom Kollegen Ralf Rangnick auf, der als erster Vereinsvertreter eines Erstligisten jetzt schon von seinen Solidaritätsgedanken auch gegenüber der dritten Liga gesprochen hat, aus der ersten zur zweiten Liga, das heißt, was DFL-Vereine gegenüber dann den DFB-Vereinen in der dritten Liga anbelangt. Das heißt, das Ding muss man jetzt noch final zu Ende denken. Da muss man auch ganz einfach ja, jetzt hineinhören, wie der Großteil der Vereine der DFL denkt, ob es hier eine Ausgleichsmöglichkeit gibt, ob es hier Möglichkeiten gibt, wie ganz einfach ja, Richtung Zentralvermarktung ganz einfach Dinge ganz einfach möglich gemacht werden. Aber wir müssen uns auch im eigenen Haus und natürlich auch in der dritten Liga Gedanken machen, wie wir Geisterspiele vermarkten können. Aber für mich ist noch einmal ganz einfach und ganz logisch zu Ende gedacht. Jede Medienpräsenz, jede Form der Medienpräsenz, jede Form der Übertragung ja, hilft dir ja weiter. Weil mehr Einschaltziffern, mehr Auflagen, das wissen Sie auch ganz einfach als Vertreter von Medien, bedeutet ja einen Mehrwert für jedes Produkt. Das heißt, je mehr wir in den Medien vertreten sind und je mehr wir dann auch ganz einfach in den öffentlich-rechtlichen Medien vielleicht übertragen werden, die Veranstaltungen übertragen werden, oder je mehr Zuschauer und Einschaltziffern auch Magenta haben wird, Telekom haben wird, das bedeutet einen Mehrwert. Und jedes Spiel, das wir übertragen können bei Magenta oder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, können wir ja besser vermarkten.
als kein Spiel. Ja, natürlich wird man da nicht zu 100% ganz einmal die Einnahmenverluste jetzt aus dem Ticketing kompensieren können, aber wir haben da im Haus schon Konzepte entworfen und Ideen entworfen, die wir jetzt, das habe ich letzte Woche schon gesagt, final auf die Rahmenbedingungen, die jetzt festgelegt werden, von den Behörden abstimmen wollen. Aber da gibt es sämtliche Möglichkeiten, wenn man bereit ist, in Lösungen zu denken, ja, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und deswegen bin ich optimistisch, dass wir als 60 ganz einfach gerade auf diesen Weg gehen werden. Lorenzo, was sagt ihr den Spielern denn mit Vertragsverlängerungen momentan? Ja, ich hätte mal bei Wochen gesprochen, dass wir hier planen, dass wir die Gelder einstellen, um ihre Vertragsverlängerungen zu machen und dann zu weiter. Das ist alles aber richtig. Darf ich mal ganz kurz nur zwischendrin beim Drucken, dass die keine Frage stellen, bitte ihr Mikro ausstellen, weil bei uns kommt es extrem laut an. Das wäre sehr lieb. Dankeschön. Also ich habe jetzt nicht alles verstanden, das geht glaube ich ums Thema Vertragsverlängerung. Zunächst möchte ich mal betonen, dass wir vor Corona schon viele Hausaufgaben erledigt haben oder die ersten Hausaufgaben erledigt haben. Das heißt, wir haben ja schon mit mehreren Spielern vor Corona ganz einfach die Verträge verlängert und auch viele junge Perspektivspieler schon an den Verein gebunden. Das ist das Erste. Das heißt, wir haben den ersten Schritt, natürlich nur den ersten Schritt, vor diesem massiven Einschnitt mit Corona ja schon gemacht. Weil jetzt der eine oder andere Verein mit der einen oder anderen Personalie nachzieht, aber das haben wir ja schon ganz einfach vor Wochen getätigt, dass wir mehrere Personalien an einen Verein gebunden haben. Natürlich fehlt uns momentan die Entscheidungsgrundlage. Jeder muss verstehen, wenn du nicht einmal weißt, wann die Meisterschaft fortgesetzt wird, wie die Meisterschaft fortgesetzt wird, unter welchen Rahmenbedingungen die Meisterschaft fortgesetzt wird, können wir natürlich unter keinen Umständen final jetzt Etats, Budgets beziffern oder Einnahmen beziffern. Das muss jeder verstehen. Und bevor diese Etats final nicht feststehen, kannst du jetzt natürlich auch keine finalen Entscheidungen Richtung Kaderplanung treffen. Was wir jetzt machen, ich mit meinen Mitarbeitern mache, ist ganz einfach, dass wir in unterschiedlichsten Szenarien Dinge vorbereiten. Das heißt, wenn dann der Tag X gekommen ist, wo Dinge klarer feststehen von der Entscheidungsgrundlage, dann haben wir 4 unterschiedliche Szenarien vorbereitet. Und wir führen auch vorbereitende Gespräche. Aber jeder muss natürlich verstehen, dass Stand heute, Stand jetzt keine Entscheidungen getroffen werden können, weil diese Entscheidungsgrundlage ganz einfach von der Basis her fällt. Das heißt, sind eigentlich Verhandlungen oder ist da natürlich eine Entscheidung auch noch dabei? Oder wie funktioniert das? Weil die eigentlich anscheinend ja zum 9. Juni aus. Ja gut, wie es mit der Besetzung des kaufmännischen Geschäftsführers weitergehen wird, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Ich bin natürlich da auch in viele Gespräche involviert, tausche mich auch permanent in diese Richtung mit den Gesellschaftern aus, aber es ist jetzt nicht meine Aufgabe, da gewisse Überlegungen oder Entscheidungen oder Bewertungen heraus zu kommunizieren. Klar, Michael Schaarbrück ist jetzt vertraglich nochmal bis 30.06. an den TSV 1860 München gebunden und ist auch momentan natürlich in alle Entscheidungen involviert. Und wir arbeiten auch täglich zusammen, wir tauschen uns täglich aus. Und er ist auch bei mehreren Konferenzen, bei denen ich beteiligt bin, auch anwesend. Also jetzt über Computer anwesend, nicht körperlich anwesend. Momentan läuft ja alles ganz einfach über Online-Meetings ab. Aber wir tauschen uns da täglich aus. Er bearbeitet primär den kaufmännischen Part und den Part natürlich in der Verwaltung. Und ich im Bereich Sport und Öffentlichkeitsarbeit, was den Sport anbelangt. Und mache natürlich auch viel ganz einfach Lobbyarbeit im Hintergrund mit anderen Vereinen und anderen Gremien, um aus meiner Sicht eine klare Denkstruktur in diese komplexen, schwierigen Prozesse hineinzubekommen. Weil wenn ich ja versucht habe, am Anfang schon klar darzulegen, fehlt mir im einen oder anderen Argument die klar schlüssige, ganz einfache Argumentation. Ja, aber gibt es denn irgendwelche finanziellen Fortschritte aus Ihrer Sicht? Wir sind jetzt seit 4 Wochen in der Corona-Krise. Ja, noch einmal, solange die Gremien, solange die Politik, die Gesundheitsbehörden, ja, und am Ende des Tages ja die zuständigen Gremien nicht beschlossen haben, wie eine Meisterschaft fortgesetzt wird, wann eine Meisterschaft fortgesetzt wird, unter welchen Voraussetzungen eine Meisterschaft zu Ende geführt wird und unter welchen Voraussetzungen ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die nächste Saison 2021 beginnt, ist es natürlich schwierig auch im kaufmännischen Bereich Entscheidungen zu treffen oder im kaufmännischen Bereich final, ich rede von final Dinge zu bewerten. Dass man natürlich Stand jetzt Dinge beziffert, Stand jetzt Dinge
berechnet, ist vollkommen klar. Aber die finale Entscheidungsgrundlage ist ganz einfach erst gegeben, wenn wir, und davon gehe ich aus, in den nächsten 10 bis 14 Tagen Klarheit von Seiten der Politik, von Seiten der Behörden haben, wie es weitergeht. Dann können wir konkret ganz einfach unsere Entscheidungen treffen und darauf aufbauen, dann ganz einfach Planungsmechanismen finalisieren. Eine Frage habe ich nochmal zu diesen Geisterspielen. Also es ist immer wieder zu hören, dass einige Vereine wie Halle, glaube ich, Mannheim die kategorisch ablehnen. Können Sie das nicht bestätigen? Ja, aber noch einmal, was ich bestätigen kann, ist, dass in der letzten Managertagung einstimmig, ich betone noch einmal, alle 20 Vereine dem DFB den Auftrag gegeben haben, Fortführungsszenarien voranzutreiben, zu prüfen und uns zeitnah ganz einfach den Rahmen dieser Fortführungsszenarien ganz einfach dann zu übermitteln. Und das passiert jetzt im folgendermaßen, dass diese Dinge im Drittliga-Ausschuss aufbereitet werden, dann Ende nächster Woche in den DFB-Präsidium getragen werden und dann, sage ich jetzt einmal, Anfang übernächster Woche dann bei dem außerordentlichen DFB-Bundestag dann Beschlüsse gefasst werden. Das ist die Herangehensweise und darauf folgend oder parallel dazu wird die Politik natürlich dann in einem gewissen Rahmen klären, unter ja, welchen Gesichtspunkten dann Spiele möglich sein werden und denke ich, das dann Rechnung zu tragen und darauf aufbauen, wenn Entscheidungen getroffen. Aber nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn einstimmig, klar einstimmig, und das habe nicht nur jetzt ich kommuniziert, sondern auch der DFB in einer Presseaussendung kommuniziert, einstimmig alle Vereine den DFB dazu beauftragt haben und da ihre Zustimmung gegeben haben, dann lege ich jetzt ganz einfach ja nicht einen Wert drauf, was ganz einfach ja, der eine oder andere dann im Nachgang von sich gegeben hat. Für mich ist entscheidend, was in diesem Gremium festgelegt wurde und da gibt es klare Einstimmigkeit. Herr Göllner, eine Frage noch an Sie. Wie gehen Sie mit der ganzen Ungewissheit um? Ja, relativ einfach. Ich mache meinen Job und ich bereite die Mannschaft so gut vor, wie es geht. Also ist natürlich eine schwierige Situation, weil man dann jetzt nicht für so Kleingruppentraining, Trainingspläne schon parat. Da muss man schon nochmal sein Hirn komplett mal einschalten und sich nochmal Gedanken machen, wie kann man mit wenigen Spielern trotzdem an seiner Spielidee weiterarbeiten und wie kann man unter diesen Rahmenbedingungen auch jeden einzelnen Spieler weiter voranbringen. Und ja, ich glaube, dass wir in den letzten 2 Wochen richtig gut gearbeitet haben und von dem her sehen wir uns auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass für mich jetzt die Phase top ist. Ich bin in der Vorbereitungsphase. Ich lerne die Spieler in kleinen Gruppen extrem gut kennen und ich kann mit den Spielern extrem gut in kleinen Gruppen individuell arbeiten. Also von dem her, wie gesagt, ist die Situation für mich zwar jetzt in der Gesamtgemengenlage, was man mit der gesellschaftlich, gesundheitstechnisch und was jetzt wirtschaftlich im Land abläuft, natürlich schwierig. Aber jetzt, wenn ich es rein auf den kleinen Fußballkosmos TSV 1860 München beziehe, bin ich mit der Situation momentan schon, kommen wir gut voran. Wie gesagt, ich glaube, dass wir viele Dinge besser können, als wir das jetzt vor 4-5 Wochen gekommen sind. Können Sie haben ja kürzlich gesagt, man bräuchte 14 Tage, um die Mannschaft dann wieder spielfit zu machen. Wenn es jetzt noch 2, 4, 6 Wochen länger dauert, dann verlängert sich diese Schiene entsprechend um auch 1-2 Wochen, oder? Was würden Sie da sagen? Ja, maximal 2 Wochen. Egal wie lange es geht, also, wir sind jetzt, ähnlich wie viele Vereine, haben wir über Heimtraining und über Kleingruppentraining unseren athletischen Stand Minimum gehalten, wenn nicht sogar weiter ausgebaut. Also ich glaube, wir haben jetzt in einem Heimtraining und jetzt hier, wir arbeiten brutal hart. Also, schade, dass da keiner zuschauen kann, aber wir verlieren viel Schweiß an der Fußballstraße. Glaube ich, dass wir dann an spieltaktischen Themen arbeiten wir jetzt ohne Gegner. Aber wir sind, denke ich, jetzt auch von der ganzen Systematik kommen gut voran und ich glaube, dass dann 3 Wochen am Ende Maximum ausreichen, dass wir die Mannschaft auf den Wettkampf vorbereiten können. Wenig Vereine momentan gibt, die irgendwelche Angebote aussprechen können.
Also ich glaube, dass der Transfermarkt momentan bei ganz, ganz vielen Vereinen ruht. Und einfach so, wie das Günter Gorenzen vorher ja, schon ausführlich dargestellt hat, dass jeder Verein praktisch erst einmal die Zukunft abwarten muss, wie sieht die Zukunft aus. Also keiner kann da verlässlich prognostizieren und voraussehen, wie werden die nächsten Tage und Wochen aussehen. Also von dem her, glaube ich, ist es momentan ja, so ein gefühlter Stillstand, gefühltes Innehalten, abwarten, wie die gesamte Gesundheitslage in Deutschland und auf der Welt sich weiter entwickeln wird. Und wenn dann Lösungen, und ich glaube, Lösungen wird es in erster Linie erst geben, wenn der Impfstoff da ist. Solange der Virus ja nicht bekämpft ist und wir können den ja momentan noch eindämmen, kann man ja nicht vorangehen. Und wie gesagt, die Spieler trägt natürlich auch eine gewisse Sorge um die Zukunft. Das ist völlig klar, die haben Existenzängste in gewissen Bereichen. Von dem her ist natürlich schon wichtig, dass ich als Trainer jetzt schon mit Rat und Tat zur Seite stehe und einwirke. Aber am Ende, glaube ich, muss jetzt keiner sich jetzt große Sorgen machen, in dem Sinn, dass jetzt vor allem jetzt aus Sicht von 60 München, dass jetzt uns die Spieler absprechen alles. Und ich glaube, dass wir momentan eins tun müssen, das ist einfach ehrlich mit den Spielern umgehen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach mit ihnen weiter gut arbeiten. Also egal wie es im Fußball weitergeht und bei welchem Verein es weitergeht, sollen die Spieler auf einem Top-Zustand sein, einem Top-Fitness-Zustand und auf einem Top-Niveau sein und daran arbeiten wir. Und ich glaube, dass wir momentan in dem Bereich einfach gute Schritte machen. Herr Kölner, ist es angedacht von Ihnen auch vielleicht, dass man vielleicht mal ab und zu im Rüdiger Stadion trainieren kann, falls die Geisterspieler kommen? Ja, das wird dann sicherlich ein Thema mal werden, wenn ein klarer Zeitplan von den Behörden fixiert ist und vom DFB fixiert ist, also was jetzt für uns die Liga betrifft, da muss man sich sicherlich Gedanken machen, gibt es die ein oder andere Trainingseinheit beim Stadion, wie wir dann unser Training an der Grünwalder Straße 114, unseren Trainingsgelände aussehen, aber Stand heute und bis jetzt arbeiten wir daran, dass wir uns konditionell weiterentwickeln, dass wir da einfach nochmal für die Art von Fußball, die ich in der Zukunft sehen will und wir werden sicherlich auch uns weiterentwickeln müssen, dass wir in der Liga unsere nächsten Schritte machen und von dem her arbeiten wir richtig hart und versuchen unser Spiel zu entwickeln und das steht momentan im Vordergrund. Sind denn alle Spieler fit momentan oder hat sich irgendjemand verletzt jetzt in den letzten zwei Wochen im Gruppentraining? Nein, also wir sind glücklicherweise, obwohl wir richtig hart arbeiten und obwohl die physiotherapeutische Behandlung aufgrund des Abstandes ja momentan auch ganz, ganz schwierig ist und fast auf Null gefahren ist, sind die Spieler alle fit, alle trainieren. Der Einzige ist jetzt momentan Nico Kader, der auf die Geburt seines Nachwuchses wartet, der jetzt in Halb-Acht-Stellung ist und seine Freundin dann seinen Sohn zur Welt bringt. Und ansonsten wird so trainieren wir alle hart, aber wie gesagt, jeder ist fit. Und jeder, und das muss ich wirklich sagen, ist ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Sie pflegen sich zu Hause richtig gut, sie bleiben zu Hause, sie fokussieren sich komplett auf ihren Sport und zu Hause dann auf ihre Familien. Und ich glaube, das ist ein Faustpfand, damit die Spieler momentan auch fit sind, weil du musst zu Hause einfach dann mit der Blackroll viel arbeiten, du musst dich zu Hause pflegen, gut ernähren, damit du momentan das Trainingspensum auch durchstehst. Gehen Sie eigentlich davon aus, dass es wirklich auch zu Geisterspielen kommen wird? Oder wie groß ist Ihre Hoffnung? Also, wir erleben halt momentan Fußball in seiner Reinform. Und in seiner Reinform meine ich deswegen, Fußball, glaube ich, spielt völlig aus der Freude heraus. Also, ich trainiere halt und bin Trainer aus der Freude heraus, weil ich den Fußball liebe. Mich interessiert jetzt nicht primär, ob jetzt 5.000 Zuschauer, 10.000 Zuschauer, 20.000 Zuschauer im Stadion sind, sondern mich interessiert primär, dass ich meinen Beruf, und das ist einfach Spieler, um Mannschaften zu entwickeln, dass ich das voranbringe und einfach an der Freude an dem Fußball an sich. Und ich hoffe natürlich, dass da auch sich viele mal grundsätzlich erinnern sollten, bis in den tiefsten Amateursport, warum betreibe ich eigentlich Fußball? Und das ist ja nicht in erster Linie, dass ich Geld verdiene oder dass ich vor 50.000 Zuschauern spiele, sondern in erster Linie geht es darum, weil ich einfach das Spiel 11 gegen 11 liebe. Und von dem her, wie gesagt, ist es für mich so, ich
kann mir der Geisterspiele auch mein Spiel gut vorstellen. Und für mich geht es einfach darum, dass wir sportlich die Saison zu Ende bringen, dass wir einen fairen Wettkampf haben und dass es am Ende, wenn 38 Spieltage rum sind, es am Ende Aufsteiger gibt, Absteiger gibt und welche, die im Mittelfeld der Liga angesiedelt sind. Und ich hoffe, dass wir mit unserer Mannschaft so weit wie möglich vorne landen und dass wir vielleicht einen Tick mehr als unser Saisonziel erreichen können. Noch eine Frage an den Herrn Gorenz. Und zwar, ob Sie sich vorstellen können, die Fans um finanzielle Hilfe zu bitten. Geld, was auch immer. Heißt, beim Geld auf Tagarten, also beim Geld zum Tagarten verzichten oder bei der Finanzierung von irgendwelchen neuen Spielerverträgen. Das ist eine Rolle. Also generell ist die Solidarität in der Löwenfamilie grenzenlos, das merkt man. Was jetzt Sponsoren anbelangt, was auch momentan der Stand ist, was die Rückgabe von Dauerkarten anbelangt. Das heißt, man kann sich auf die Löwenfamilie verlassen und die werden uns zukünftig sicherlich auch die Treue halten. Und wir haben uns mehrere Aktionen überlegt, wie wir dann bei Geisterspielen ganz einfach umgehen werden. Aber nochmal, das Erste ist jetzt, dass diese Geisterspiele von der Politik genehmigt werden, von den Gesundheitsbehörden genehmigt werden, dass es dann einen Modus gibt, ganz einfach über DFL, DFB, wie das ausgetragen werden wird. Und dann werden wir konkrete Marketingmaßnahmen in diese Richtung präsentieren. Es sind einige Dinge aufbereitet worden. Die finale Bewertung, Kommunikation, Entscheidung obliegt dann dem kaufmännischen Geschäftsführer. Aber wie gesagt, der wird sicherlich erst eine finale Entscheidung treffen, wenn dieser Rahmen dann festgelegt worden ist. Haben wir alles? Ihr könnt sicher sein, alle, die jetzt so mit ihrem Blog da sitzen und mit ihren Mikrofonen und Aufnahmegeräten und auch alle Fans, die zuschauen. Also, wir tun alles dafür, dass das Vertrauen, das unsere Fans und Sponsoren in erster Linie jetzt entgegenbringen, dass wir das zurückzahlen als Mannschaft, indem wir momentan nicht untätig sind, sondern, glaube ich, härter trainieren als zuvor. Und dass, wenn der Tag X, so wie das Günter Gorenz gesagt hat, der Tag X kommt, dass die Löwenmannschaft mit einem riesen Form auf den Platz kommt und dass wir auch dann unseren Weg in der Saison weitergehen werden. Sondern deswegen, wie gesagt, es ist wichtig, dass wir zusammenhalten, dass die Fans zusammenhalten, dass die Sponsoren zusammenhalten, weil die Mannschaft zeigt momentan einen riesen Zusammenhalt, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, ist unheimlich energisch im Training, akribisch und hört aufmerksam zu und von dem her, glaube ich, freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn wir mal immer wieder loslegen können und wir können die Löwen wieder aus dem Käfig, weil momentan haben wir wirklich den Käfig eingesperrt, aus dem Käfig wieder rauslassen, dass die Löwen wieder blühen können. In diesem Sinne, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende.